Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu F1 2020, natürlich zu NHL 21 Hockey Ultimate Team. Jawohl, wir spielen heute gegen das Team of the Week, wie jeden Sonntag. Wir haben schon einige Punkte gesammelt. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt hier mit einem Sieg rausgehen könnten, weil dann würden sich diese gesamten Punkte auch doppelt lohnen. Denn wie gesagt, 15.000 Punkte sind aktuell auf Kurs Elite 3. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal schauen, was wir das Team of the Week schlagen und dann schauen wir mal weiter. Joa. Ab morgen gibt es dann die All-Star-Trikots, by the way. Die nächsten zwei Wochen. Weil normal ist immer das letzte Januar-Wochenende ist immer All-Star-Weekend. Aber ich habe jetzt beschlossen, dass wir diesen Sonntag noch mit den normalen Trikots mitnehmen. Weil das eigentlich meistens noch der letzte Spieltag war vor dem All-Star-Weekend. So. Let's go. Die fangen gleich äußerst stürmisch an. Stone, Backstrom und Co. Krasser Move. Krasser Move, alter Verwalter. Lemieux außen vorbei an Duncan Keith. Da ist glaube ich Duncan Keith. Findet aber keine Anspielstation. Josi mit dem Schlagschuss von ganz außen. Aber nochmal kurz zurückspulen hier. Alter Verwalter, was war das denn gerade? Also ich habe viel gesehen, aber das tatsächlich noch nicht. Schöner Pass von Stone. Kessel nimmt ihn an und durch das, dass er hier auf die Rückhand geht, ist das komplette Tor offen. Das schaut Anonym gar nicht gut aus. Und dann haben wir aber Glück, dass Kessel den vorbeilegt. Und zwar richtig Glück. Und auch, dass Anonym den nicht selber reinblockt. Alter Verwalter. Also, ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit sowas. Muss ich ehrlich gestehen. War jetzt gerade kurz in so einem Schockmoment, weil ich mir dachte so, die legen nicht nur furios los, sondern auch gleich mit einer brandgefährlichen Aktion. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So nach nicht mal einer Minute bereits hinten zu liegen. So, Barkov hat mittlerweile 300 Punkte erreicht. Der Finne, der beste Scorer bei uns. French heißt Leader in Scoring Points. Stone, Anonen, der hält fest. Also beide Seiten mit einem relativ starken Start. Die eine Seite bisher stärker als die andere. Und beide Torhüter bisher auf ihren Posten. Barkov, Vatanen, Berensky, nimmt Zuccarello mit, Zuccarello außen vorbei, stark gemacht von Zuccarello, legt die Scheibe auf Barkov, 1-0 im zweiten Torschuss und es ist Alexander Barkov. Das Team of the Week wird oben auf die Uhrzeit schauen und wird sich denken, scheiße. Aber gut, sie kassieren ein frühes Tor. Haben noch 56 Minuten und 36 Sekunden Zeit, um dieses Spiel wieder auszugleichen. Ich hoffe natürlich, dass wir mit Anonen hier weiter gewinnen können. Der hat eine unfassbare Statistik bisher. Barkov kommt nicht hin, Vatanen rutscht hinterher, war wichtig und kriegt 2 Minuten dafür. Das ist doch ein Witz. Kolv und Nigin laufen Eis zusammen mit Dowdy und Werenski. Smith, Lindholm, Pfosten. Stark verteidigt. Drew Doughty. Scheibe mal kurz halten. Schön gemacht von Doughty. Koivu. Und Iginla konnte die Scheibe kurz halten. Wieder Vollzahl. Für die San Diego Kings. Schön außen vorbei. Zuccarello. Kommt er dann vorbei? Nein, kommt er nicht. Doch, kommt er. Im zweiten Versuch. Zuccarello 2-0. Ganz einfach. Hat es beim ersten Versuch nicht geschafft, ihn zu überlaufen. Beim zweiten dafür schon. Achtung, hier. Dieser Move. Hätte ihm entweder 2 Minuten eingebracht, eben, oder das Tor.
Kings 2-0. Wichtiges Tor, relativ frühes Tor auch. Ah, ich dachte, die haben die Scheibe. Shit. Stark. Schöner Pass auf Barkov. Barkov im vollen Modus. Alexander Barkov, Simon Varlamov. Der Russe entschärft die Situation gegen den Finnen. Tanev. Brendan Tanev. Schade, kommt zu Ahnungen. Lemieux trifft nicht. Lemieux zu Corello. Gretzky war ja langzeit unsere erste Reihe, bevor Dreiseitel kam. Ahnungen, halt fest, bitte. Duncan Keith ist abgefälscht. Sie geblockt vom eigenen Mann, Herzog. Dreiseitel, Ottmann, Weber. Da muss sich dann schon jemand in den Schuss reinschmeißen. Wenn es keiner macht, kommen die Pässe durch. 2-1, Ottmann trifft. Ärgerliches Gegentor beim wievielten Schuss? Nummer 5. Nicht unbedingt das, was man sehen will. Und damit fällt Arnold in Safe Percentage erstmal rund auf 80%. Zach Werenski. Zach Werenski ist keine Anspielstation frei. Vatanen, 3-1. Jetzt haben wir ein Torfestival hier. Es ist irgendwie nur ärgerlich, dass die linke Seite, unsere linke Verteidigungsseite, deutlich besser schießen kann als die rechte. Mit Karlsson und Vatanen. Gut, rechts haben wir Jussi, wir haben Werenski. Und hinten haben wir Ekholm. Ja, die treffen schon auch, aber... Wie gesagt, Carlsen und Co. ist halt immer noch, oder Carlsen und Vatanen sind halt wirklich unangegriffen, was Schüsse vorne angeht. Und von Vatanen, gut, bei Vatanen kommen sie immer aufs Tor, Carlsen kommen sie meistens aufs Tor. Carlsen hat mittlerweile mehr Assists gehabt als Spiele gespielt, muss man sagen. Und dazu kommen noch die Tore. Aber erstmal wieder Unterzahl mit Ekholm, Daudi, Gabrick und Barkov. Okay, Barkov wird mitgenommen, kriegt den Check. Und dann laufen sie jetzt hier in den Konter mit Smith. Daudi ist da. Barkov, das ist der falsche Pass, aber jetzt kommt der richtige Pass. Gabrick. Gabrick außen vorbei am Verteidiger. Ganz stark gemacht. Gabrick in die Mitte. Für Drew Daudi. Da kommt die Scheibe aber nicht an. Gabrick an der Bande. Gabrick schafft es nicht, die Scheibe zu behalten. Aber die Unterzahl ist überstanden ohne Tor. Lindholm. Daudi und Ekholm. Eine Minute noch hier im ersten Drittel. Barkov außenrum vorbei. Barkov ist bekanntlich nicht der schnellste Spieler und dennoch schafft es immer wieder so gut, sich hier durchzusetzen. Taves, the Brinket. Ottmann, gut gemacht. Barkov, das ist drei Seitel, muss sich zum Schuss begeben. Macht er nochmal Varlamov hält. Alles gut. Bleibt beim 3-1 nach 20 Minuten. Starker Auftritt unserer Mannschaft, muss ich jetzt an der Stelle einfach mal so sagen. Zwei frühe Tore, danach das ärgerliche 2-1. Aber ansonsten steht unsere Mannschaft gut da hinten. Backstrom gegen Gretzky. Backstrom entscheidet das Bündel für sich. Stone wieder über die Seite. Die greifen immens gefährlich an. Und zwar relativ schnell mit Kessel und Co. Anunen mit dem Safe. Yossi. Lemieux, außen vorbei. Lemieux gegen Duncan Keith. Lemieux setzt sich dann nicht durch. Im Endeffekt dann aber doch noch. Dreiseitel. Oh, kriegt die Scheibe nicht rüber zu Gretzky. Hier stand so gut. Gretzky stand so gut. Jussi. Carlsson. Ah, wird aus der Zone gecheckt. Schade. Kriegt Dreiseitel den Rempel nicht, kann die Scheibe rüberspielen zu Gretzky und der braucht nur noch den Schläger hinhalten, mehr oder weniger. Werenski. Warten. Schön gesehen. Barkov. Außen. Das Center ist frei reingelegt für Zuccarello. Varlamov. Pat
Patrick Laine wurde getradet zu den Columbus Blue Jackets zusammen mit Jack Roslovich im Tausch für Pierre-Luc Dubois und einen Third-Round-Draft-Pick. Mal gucken, wann da die erste Columbus-Karte kommt für Patrick Laine. Wir gehen in unserem Spiel gerade noch ein bisschen unter. Schalke geht auf Lorenzki, ist abgefälscht. Zuccarello. Laine und da trifft er. Brinkett. Ah, Lafleur macht nix. Und dann verlieren wir hinten die Scheibe fast. Lorenzki kickt sie raus. Gefährlich, wie er sie da rauskickt. Und Tata trifft den Pfosten. Koivu. Oh, Lafleur ist frei. Gut gesehen. Lafleur außenrum vorbei. Ganz stark gespielt. Lafleur, Gaborik. 5-1. Die Mannschaft ist brutal. Komfortable Führung jetzt. Jelina. Brendan Tanev. So, Jossi gut gemacht. Jossi auf Koivu. Koivu außenrum vorbei. Koivu Varlamov ist da. Gaborik nimmt die Scheibe da direkt wieder auf. Carter. Svechnikov. Tanev. Carter am Tor vorbei. Brendan Tanev. Und Jossi da im Spielerwechsel. Es gibt blockt von Svechnikov. Schelina, da kommt der 12 Grad lang, muss jetzt der Nachcheck kommen. Schön durchgelegt, Anunen mit dem Safe. Wir erwarten viel von Anunen, von meiner Seite natürlich. Online heute Abend, bin ich auch schon gespannt, wie er da spielt. Letzte Woche war sehr stark. 5 Siege gehabt letzte Woche, der erste Torhüter dieses Jahr, der 5 Siege mit uns feiert. In einer Woche. Aber ab heute Abend spielt halt wieder Division 3 und nicht mehr Division 4. Iginla zieht Ekholm frei und der kann einfach mal draufhämmern. Und ich sag das morgen dann mit dem All-Star-Trikot. Oh, schön Iginla! Boah. Stark. Nochmal stark von Gretzky. Dreiviertel. Gretzky, Anunen. Stark gesehen. Gretzky. Gretzky. Ah, muss warten. Dreiviertel mit dabei. Kommen wir zum Schluss. Robin Lehner jetzt auf der anderen Seite im Tor. Haben wir ja bei Hood Rush gestern drin gehabt. Da waren sie nicht so überzeugt. Sammy Vatanen. Lorenzki. Guten Schuss. Laine. Laine. Barkov. Wenn Zuccarello die Kelle hinhalten kann, dann steht es 7-1. Barkov holt die 2-Minuten-Strafe raus. Lorenzki. Ah, wird jetzt Corello anspielen. Gute Idee. Spieler ist dazwischen und somit gibt es Powerplay. San Jose penalty to number 90. Tavis Tatar. 2 minutes for tripping. Final penalty. 19 minutes.
Was für ein Tor. Da waren noch 0,6 Sekunden auf der Uhr. Carlsen mit dem Assist. So kurz vorm Ende des Drittels. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Für das Team of Wilk. 7-1 steht es nach zwei Dritteln. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir so deutlich führen tatsächlich. Muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte nicht gedacht, dass wir so schnell so deutlich führen. Aber gut, die letzten Spiele waren auch mal relativ hoch, aber da hat das Team of Wilk meistens nochmal mitgehalten. Bei uns, oder gerade, habe ich nicht so das Gefühl, dass da nochmal was kommt von ihnen. Vor allem nachdem jetzt das 7-1 auch noch gefallen ist. Und diesmal auch nicht mit diesem schwungreichen Start, den sie noch im ersten und zweiten Drittel hatten, wo sie direkt aufs Tor wieder zugelaufen sind ohne Probleme. Sondern diesmal verhaltener, ein bisschen zurückhaltender eigentlich schon. Nicht nur verhaltener, sondern vor allem zurückhaltend. Lemieux kriegt die Scheibe, sieht Gretzky, danken Keith dazwischen. Gretzky, 2 Minuten Strafe. Karlsson, 3 Seitel. Oh, fängt er mit der Hand raus. Nächstes Powerplay für unsere Mannen. Thomas Tatar. Die Scheibe geht einfach mal. Schnappt sich ein bisschen Platz. Mir wird es aber auch nicht Ekol. Muss alleine gehen. Zuccarello kommt zwar mit. Smith und Gretzky mit in diesem Dreikampf da hinten eigentlich gerade. Um die Scheibe. Strafe vorbei. Leini nimmt die Scheibe und ab geht die Post. Leini, Zuccarello mit dabei. Zuccarello. 8-1. Eieieiei. Ich muss ehrlich sagen, von den Stats her und von den Leuten her, es waren keine großen gefährlichen Spieler dabei eigentlich. Vom Namen her. Vom Rating her ja. Aber man merkt gerade, dass die Mannschaft ein bisschen auseinanderbricht, obwohl sie komplett grün auf beiden Kreisen ist. Hatten wir schon ganz andere Mannschaften, die nicht grün waren oder die nicht 100% Auslastung hatten von den Synergien her oder von der Anzeige her, die 2 grünen Kreise mit Offensivkraft und KKG vor dem Spiel, die wesentlich besser waren als die, gegen die wir gerade spielen. Stark, Sammy Vatanen probiert es da gleich zweimal. Jelina wieder gegen den guten Mario Lemieux und Vatanen, Svechnikov, Anunen. Ja, jetzt da vielleicht Anunen. Hält die Scheibe fest, 10:42 auf der Uhr, steht 8-1 für die San Diego Kings. Die wirklich in Seelenruhe aufspielen können. Anunen, stark dafür. Jussi. Oh, bala. Und raus. Powerplay für die Kings. Nummer 3, glaube ich. Auf 2 haben sie getroffen. Oder auf 1. Nach der Schuss müssen wir gleich mal nachschauen. Waren es 2 Powerplays, die wir getroffen haben? Ne, 1 von 2. Ein Powerplay haben wir bis vorhin getroffen. Das war das Barkov-Powerplay. Ja, da sind sie ein bisschen besser unterwegs als wir. Bei den Face-Offs. Tatar gegen Carlsson. Und da ist eine Macht, der Erik Carlsson. Lindholm, Gretzky, Lindholm setzt sich trotzdem durch, Björninnen. Und das ist Patrick Laine, der die Scheibe dahinter kriegt zu Jussi. Und auch das nächste Powerplay bleibt ohne Erfolg, weil sie uns vorne einengen. Boah, Gretzky. Stark von Carlsson, dreht sich das schön mit. Lena kommt aber ran. Der Blinkert gegen Iginla. Setzt sich problemfrei durch. Lindholm gegen Anunen, da scheitert er.
Shea Weber, Vorsicht, der hat einen guten Schuss. Parisi hilft mit. Da kennt er dann den Kanadier gut genug. De Brinkhead Arno nennen. Parisi. Parisi offline gerade die letzten Spiele richtig stark gewesen. Ein Spiel, 4 Tore. Dann nochmal 2 Tore hinterher. Dann nochmal ein Spiel mit 2 Toren. Also da hat er richtig gescored in diesen 3 Spielen. Schall geht auf Ekholm. Smith Olofsson. Hinterher Tatar. Gerade ein bisschen Eiszeit für die vierte Reihe. Carlson, Parisi. Parisi. Zidane. Sach Parisiakov. 9-1. Klasse Pass von Sach Parisi. Wieder Carlson. Und das ist der Kerl ist Wahnsinn. Erik Karlsson ist Wahnsinn. Der ist immer da. Immer. Und 2 Minuten. Also 1 Minute 10 nochmal Überzahl. Hier gewinnt das Pulli auch nicht. Oh, da war jemand dran. Kessel, Taves, Backstrom und das ist 3 Seiten. Oh, Lafleur auf 3 Seiten. Die sind platt. Kessler und Backstrom sind komplett platt. Normal müssten wir jetzt da wirklich mal was rausschlagen. Face-off gewinnt ist da. Ekholm, Lena. Und das ist Patrick Laine. Die Scheibe hinter für Vatanen. Ekholm mit dem nächsten Schuss wieder geblockt. Götzki. Oh, der ist böse. Der ist böse geblockt. Starke Chance jetzt für Backstrom. Anunen. Scheibe gleich freigeben. 13 Sekunden noch. Nein. Scheibe geht nicht zu Zuccarello durch. Das ist ärgerlich. Und somit wird dieses Spiel hier enden. Mit 9-1. Und dabei bleibt es auch. Powerplay ungenutzt am Ende nochmal. Aber 9-1 schlagen ist Team of the Week. Da geht jetzt der Punktezähler nach oben auf diese 20.068 Punkte. Und somit sind wir auf Kurs Elite 3. Vor allem, wir haben jetzt noch mindestens 2 Spiele offen. Sieht ganz gut aus, dass wir Elite 3 diese Woche wieder erreichen. Abschluss-Skill-Bonus bekommen wir einiges dazu diesmal. Fanwertung, jawohl. In ein Spiel, 25 Pässe. Spiel des Spiels, Mats Zuccarello mit 4 Punkten. Barkov mit 3 und dann ist die Entscheidung hier. Da hier plus 5. Patrick Laine. Carsten wieder mit 2 Assists. Das ist brutal. Hat jeder? Nein. 3 Seitel, Ekholm, Josi und Lemieux bleiben ohne Punkte. 3 Spiele aus der ersten Reihe, aber okay. Apropos. Ich glaube auch unser Torhüter hat heute wieder 94,5%. Respekt. Das ist schon eine krasse Leistung. Also 94,5% ist gut. Und das Spieler gefällt mir bis dahin auch gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Hood Rivals. Mal schauen, wie es da läuft. Bis dahin, Ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.